Ein richtiges Schmuckstück auf einem Schießstand, welches man sehr, sehr selten in meinen Augen sieht, ist die Heckler & Koch P7. Die P7 gibt es in unterschiedlichen Varianten, unterschiedlichen Magazinkapazitäten, wie eine Heckler & Koch P7 M8 mit 8-Schuss-Magazin, eine M10, eine M13 etc. Ein SLG-Mitglied von mir stand auf einmal auf dem Stand und ich sehe aus dem Augenwinkel das Schmuckstück. Eine Heckler & Koch P7 M13. Wir sprechen hier drüber. Die Heckler & Koch ist quasi eine Ikone unter den Waffen. Wenn man es so möchte, ist die Heckler & Koch P7 quasi die Mutter der Striker-Fire-Pistolen. Das Besondere an der Heckler & Koch P7 ist die Technik. Grundsätzlich vorneweg, die Waffe ist safe. Was ist das Besondere an der Heckler & Koch P7 Serie? Nummer 1, wir haben hier einen gasgebremsten Masseverschluss. Das ist eigentlich einer der Kernbesonderheiten. Der zweite Punkt ist, wir haben hier ein sogenanntes Griffspannsystem. Dieses System ist im Grunde genommen die Mutter der Striker-Fire-Pistolen. Ist die Waffe geladen, also sie ist auf jeden Fall safe, kann ich jetzt hier am Abzug machen, was ich will. Da passiert überhaupt nichts. Erst wenn ich diesen Hebel hier, diesen Spannhebel kräftig nach hinten ziehe, sieht man, dass hier unten der Schlagbolzen gespannt wird. Und dann erst kann ich den Abzug durchziehen. Lasse ich diesen Hebel wieder los, geht der Schlagbolzen wieder nach vorne, ohne die Patrone zu treffen. Eigentlich ein ziemlich pfiffiges System, was aber nicht ganz ungefährlich ist und relativ viel Training im Umgang erfordert. Es hat durch falsche Bedienung, zu schnelle Bedienung, wie auch immer in der Vergangenheit bei verschiedenen Polizeien einige Todesfälle gekostet. Ganz kurz die technischen Daten. Wir haben eine Gesamtlänge von 175 mm mal 135 mm Höhe mal 33 mm in der Breite. Wir haben eine Lauflänge von 102 mm, ergo ist eine 4-Zoll-Waffe. Das Gewicht beträgt 850 Gramm in leerem Zustand. Und wir haben hier ein 13-Schuss-Magazin. Wir nehmen die Waffe jetzt mal ganz kurz auseinander, bevor wir sie dann nochmal zeigen. Und zwar haben wir hier hinten einen kleinen Knopf. Wir müssen jetzt den Schlitten etwas nach hinten bewegen. Das ist schwieriger bei der hier. Und dann, ähnlich wie bei einer Schreckschusswaffe, kann ich das System auseinandernehmen. So, Besonderheit ist, wir haben hier einen starren Lauf. Das erhöht auch die Präzision. Ich bin kein Maßstab für Präzision. Deshalb meine Scheibe, die ich geschossen habe, ist nicht aussagekräftig in Sachen Präzision. Das war das erste Mal mit diesem Teil auf dem Stand. Dafür lief es eigentlich ganz gut, wenn auch alles ein bisschen niedrig war. Ist aber auch für mich nicht weiter schlimm. So, was ist also das Besondere an dieser Waffe? Nun, wie gesagt, wir haben hier diesen starren Lauf. Wir haben das Griffspannsystem. Dann haben wir hier vorne am Schlitten sehen wir hier das Gasdruckventil und die heißen Gase werden dann von hier vorne über den Schlitten nach unten in das Gasdruckventil reingelenkt und dadurch wird das System letzten Endes angetrieben. Das heißt, die Gase kommen hier heraus, dadurch wird der Schlitten nach hinten gedrückt und die Waffe kann repetieren. In Sachen Zusammenbau und so weiter ist diese Waffe nicht ganz so einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Waffe ist wieder zusammengesetzt. So, was haben wir noch? Wir haben Ambidextrous, das heißt, wir haben beidseitig bedienbare Magazinhalteknopf. Einmal hier, Heckler & Koch typisch wie früher die Wippe, ähnlich wie bei meiner PK380. Wie gesagt, wir haben ein 13-Schuss-Magazin, wir haben hier eine Pufferpatrone, damit ich euch gleich etwas demonstrieren kann. Hier ist es auch eine Besonderheit, finde ich sehr, sehr schwierig beim Laden, dass der Follower andersherum ist. Normalerweise liegt die Vertiefung des Followers auf der rechten Seite des Magazins, was das Laden für einen Rechtshänder recht einfach macht. Hier ist der Follower links abgekröpft, also nach unten geöffnet, was das Laden ein ganz klein wenig komplizierter macht, zumindest mal für die erste Patrone. Wir haben auch die Möglichkeit, den Schlitten nach hinten zu arretieren per Hand. Da kriegt man aber nahezu die Krätze, sage ich euch ganz ehrlich, weil es kein korrekter Hebel ist, sondern hier unten zwischen Magazinhalteknopf und Oberkante der Griffschalter. Da ist ein kleiner Schieber, den man reindrücken muss. So, und dann ist der Verschluss arretiert.
ist ein bisschen schwierig zu bedienen, insbesondere wenn man vielleicht ein bisschen tatterig ist. Jetzt ist die Besonderheit hierbei, ich kann jetzt hingehen, und das macht es eigentlich sehr schnell, ich lade ein Magazin und ich drücke den Hebel. Das heißt, ich betätige den Spannhebel und der Verschluss geht sofort nach vorne und ich kann direkt reingehen und kann schießen. Möchte ich es nicht schießen, lasse ich den Spannhebel entsprechend los und die Waffe ist wieder safe. Ich kann den Abzug durchziehen. Möchte ich wieder schießen, beziehungsweise bin ich in einer Situation, drücke ich den Hebel nach hinten und ich kann entsprechend den Abzug betätigen, der relativ leicht und sehr kurz ist. Also der erste Schuss ging bei mir, ich war tatsächlich am Abzug dran und ich habe kaum Druck ausgeübt und ist der erste Schuss schon entsprechend ausgelöst worden. Also ziemlich guter Abzug, muss man sagen. Für meine Begriffe, was mich persönlich betrifft, ist diese Variante, sprich die M13 mit einem Double Stack Magazin, weniger gut geeignet. Ihr werdet es gleich hier in den Einspielern sehen, wo ich mit dem Gerät auf dem Schießstand war. Bei dieser Waffe ist es tatsächlich so, ich komme beim Schießen gerade so mit Ach und Krach mit der Fingerspitze an den Abzug. Der Griff ist verhältnismäßig dick und durch den Spannhebel relativ lang. Dadurch für kleine Hände, mittlere Hände, die P7 M8, sprich mit einem einreihigen Magazin, 8 Schuss, ist da höchstwahrscheinlich ein ganz klein wenig ergonomischer in der Handhabung. Wir haben hier von der Visierung her ein 3-Punkt-System mit starrer Visierung. Die Kimme ist hier auch entsprechend verschraubt, anstelle verstiftet oder nur geklemmt. Also lässt sich auch relativ gut entfernen. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, diese Waffe ist ziemlich cool. Sie hat einen gewissen Kultfaktor aus verschiedenen Filmen auch heraus. Die GSG 9 hat diese Waffe als Dienstwaffe geführt einige Jahre lang. Auch die bayerische und ich glaube die sächsische Polizei hat diese Waffe eingeführt gehabt. Alles in allem, wie gesagt, eine sehr schöne Waffe, eine besondere Waffe, weil sie eben diese Kombination gasgebremster Masseverschluss und diesen Spannmechanismus, also manuelle Spannen, anstatt wie bei einer modernen Striker Fire, dass ich den restlichen Schlagbolzenweg mit dem Abzug spanne, spanne ich ihn hier mit der Hand. Gefährlich hierbei ist es natürlich, wenn man die Finger nicht unter Kontrolle hat, dass in dem Moment, wenn ich den Spannhebel betätige, ich den Abzug teilweise mit betätige und das hat dann zu ungewollten Schussabgabe mit schlimmen Folgen geführt. P7 M13 aus dem Hause Heckler & Koch, ein ziemlich cooles Ding, muss ich sagen. Hier noch ein bisschen schießen. In diesem Sinn, macht's gut. Keine Ahnung, fertig laden. Feuer frei.